Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Kfz-Elektrik-Spezial Teil 1. Ich weiß, dass viele sich unheimlich schwer tun mit der Kfz-Elektrik oder mit der Elektrik im Allgemeinen. Das ist auch egal, ob ihr da schon eine Ausbildung gemacht habt oder nicht. Für manche ist es halt einfach, für andere ist das halt irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln. Aber so schwer ist es gar nicht und deswegen möchte ich euch das zumindest die Grundlagen, damit man arbeiten kann, und damit man auch einfache Dinge logisch nachvollziehen kann, euch hier in diesem Video präsentieren. Leider geht das nicht ganz ohne Theorie, deswegen müssen wir leider über die Theorie auch sprechen. Ich werde die Theorie so weit zusammenpressen, dass es für jeden so weit verständlich ist. Und ich werde ein paar Dinge weglassen und nur noch das Grundlegende nehmen, um einen Fehler in einer einfachen Schaltung finden zu können. Bitte seht es mir nach, dass wir hier an der Stelle keine Fachkräfte ausbilden. Und jetzt ist die Frage, mit was werden wir uns denn überhaupt beschäftigen in diesem Video? Wir werden uns beschäftigen mit Relais zum Beispiel. Wir werden uns beschäftigen mit Schaltern. Wir werden so etwas Simples haben wie eine Prüflampe. Glühbirnen, logisch, natürlich, gibt es im Auto. Wir werden mit einem einfachen Multimeter was arbeiten oder mit solchen Spannungsprüfern. In diesem Video werden natürlich Marken zu sehen sein. Diese Marken, ich habe kein Geld oder irgendwas dafür bekommen, ich habe keinen Sponsor hierfür. Ich muss aber irgendein Produkt nehmen, um euch das zeigen zu können. Das heißt, es ist keine Werbung. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, wir sprechen über 12 Volt oder maximal 24 Volt Kfz-Elektrik. Es ist Gleichspannung, es hat nichts mit dem Strom zu tun, der aus der Steckdose kommt oder aus diesen Steckdosen. Nichts. Bitte fasst diese Dinge nicht an. Da muss man wirklich ein Profi sein, um daran arbeiten zu können, sonst bringt man sich um. Wir sprechen wirklich nur über die 12 Volt Kfz-Elektrik. Und selbst die kann es durchaus in sich haben. Wir werden sehen, was ein Kurzschluss ist, was der fabriziert mit einem Kabel. Und ich bitte euch, seid umsichtig und passt genau auf, was ihr tut. Wenn ihr noch keine 18 seid, aber euch dafür interessiert, bitte holt euch jemanden dazu, der ein bisschen Ahnung hat von der Materie, damit ihr nicht nachher das Haus abfackelt oder sonst irgendwas. So, dann kann es aber jetzt eigentlich losgehen. Wie gesagt, mit ein bisschen Theorie für den Anfang. Und zwar zusammengeschrumpft auf das Wesentliche. Was ist ein Stromkreis? Was ist Volt? Was ist Ampere? Wir stellen uns mal vor, das hier ist ein Stromkreis. In dem Stromkreis wandern Elektronen hin umher. Da ist einer. Aber nur rundwandernde Elektronen sind ja total witzlos für uns. Die müssen ja irgendwas veranstalten. Und da haben wir jetzt hier mal eine Drehtüre. Das stellt zum Beispiel einen Elektromotor, eine Glühbirne, einen elektrischen Verbraucher dar. Solange das Elektron da ist, wo es ist, passiert gar nichts. Wenn es sich aber in der Drehtüre befindet, fängt die Drehtüre an, sich zu drehen. Die Drehtüre ist ja unser Elektromotor, unsere Glühbirne. Und sobald das Elektron da durchwandert, fängt an, der Motor sich zu drehen. Jetzt kann natürlich ein kleines Elektron nicht viel ausrichten bei einer großen Drehtüre oder einem großen Elektromotor. Also hat er jede Menge Kumpels dabei. Und je mehr da sind, desto höher ist der Strom. Und je mehr Elektronen durch den Leiter gehen, desto mehr Arbeit können die verrichten. Jetzt erhöhen wir den Strom mal. Ihr seht, es sind einfach mehr Elektronen geworden. Jetzt ist die Frage, sehen hier einen hohen Strom, eine hohe Amperezahl. Aber was ist denn eine hohe Voltzahl und wofür braucht man denn eine hohe Voltzahl? Eine hohe Voltzahl sehen wir jetzt hier. Wenn die Elektronen nicht nur so gemütlich durch den Leiter schlendern, sondern wirklich mit Karacho da durchrasen, dann bekommen die eine neue Eigenschaft. Sie sind zum Beispiel in der Lage, über Hindernisse hinwegzuspringen. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, was in Gottes Namen gibt es denn in einem Stromkreis für Hindernisse? Das könnte zum Beispiel eine Unterbrechung sein. Denkt doch mal an eine Zündkerze.
Falls ihr nicht wisst, wie eine Zündkerze aussieht, das hier ist eine Zündkerze. Ich halte sie mal ein bisschen näher in die Kamera. Und dann könnt ihr sehen, dass hier ein Luftspalt ist. Aber der Strom muss trotzdem fließen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Luftspalt ein Graben ist, wie kommen wir denn über einen Graben? Wir nehmen mehr Anlauf und springen über den Graben, wenn wir in der Lage dazu sind. Und so sieht das auch in einem Stromkreis aus. Es ist unterbrochen und wir müssen eine hohe Spannung haben, das heißt, die Elektronen müssen schnell sein, sonst stürzen sie ab, beziehungsweise kommen nicht über das Hindernis oder durch das Hindernis. Ist die Spannung hoch genug, dann können sie einfach drüber springen. So, und das ist zum Beispiel auch das, was eine Hochspannungsleitung so gefährlich macht. Man braucht gar nicht bis an die Leitung dran zu kommen, weil wir haben eine Hochspannung. 1000, 2000, 3000, 10.000 Volt. Und dann kann der Strom durch die Luft in euch reinspringen. Es bildet sich ein kleiner Lichtbogen oder ein großer Lichtbogen. Und das kann durchaus unangenehm sein. Und deswegen sollte man auch sehr vorsichtig sein, wenn der Strom und die Spannung zu hoch werden. Also deswegen nochmal die Warnung, Finger weg von diesen Steckdosen. So, zum Thema Batterien. Die Frage ist, wenn es ja sowieso immer rund läuft, wieso wird eine Batterie mal leer? Auch da muss ich mal eine unfachmännische Krücke verwenden. Stellt euch vor, die Elektronen sitzen in Lauerstellung auf einem Podest. Und sie müssen zu diesem Podest. In dem Moment, wenn der Stromkreis geschlossen wird, besteht die Möglichkeit, dass die Elektronen von dort nach dort kommen. Damit die Elektronen wieder zurückkommen, muss man allerdings etwas Energie aufwenden. Das ist das, was wir verstehen zum Beispiel unter wir laden den Akku auf. Wir stecken Energie rein, schicken die Elektronen wieder aufs oberste Podest und los kann's gehen, es kann wieder Strom fließen. So, das war also unsere kleine Einführung in die Theorie der Kfz-Elektrik. Die Frage ist, wie werden wir weitermachen? Wir werden zum Beispiel anfangen mit Schaltplänen. Die sehen zum Beispiel so aus, das ist von einem Seat Altea. Wir werden natürlich nicht direkt mit so einem komplizierten Schaltplan anfangen, sondern wir werden mit ganz einfachen Dingen anfangen. In der nächsten Folge bauen wir uns zum Beispiel jetzt erstmal ein Schaltbrett, das dann so aussieht wie ein aufgelöster Schaltplan. Da werden wir auch noch ein paar Sachen zu erzählen. Und an diesem Schaltplan werden wir dann die ersten Schaltungen machen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn es euch interessiert, dann abonniert gerne meinen Kanal. Am Ende der Videos werde ich es immer so machen, dass es hier zum vorigen Kapitel geht und dort zum nächsten Kapitel. Und ich hoffe, dann wird es eine übersichtliche Sache. Wenn ihr der Meinung seid, man könnte irgendwas noch besser machen oder besser erklären, dann bitte schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Wir werden das jetzt immer so machen, dass hier geht es zum vorigen Kapitel und hier geht es zum nächsten Kapitel. Das ist ja die Nummer 1, deswegen wird es hier kein vorigen Kapitel geben. Da wird dann irgendwas anderes sein. Und hier unten kann man den Kanal abonnieren, wenn ihr das möchtet. So, vielen Dank fürs Gucken. Macht's gut, bis bald. Auf Wiedersehen.